So, hallihallöche Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker HD, Part Nummer 37. Ja, im letzten Part sind wir hier auf Portemonnaie ein bisschen stehen geblieben. Haben so ein, zwei Sachen noch erledigt und ja, mehr habe ich dazu auch gerade nicht zu sagen, weil wir eigentlich soweit alles eigentlich fertig haben, was ich hier erstmal erledigen wollte. Ja, gut, dann geht's jetzt auf. Nee, Moment, eine Sache muss ich noch erledigen. Dafür brauchen wir mal eben Tag-Nacht-Rhythmus. Zack, zack und runter. Du hast die kleine Tag- und Nacht-Musik gespielt. Und wenn wir das machen, dann macht das einmal Tag und einmal Nacht. Kennen wir ja. Und dann sollte eigentlich hier ein Brief sein, vielleicht schon. Weiß ich noch nicht. Hier müssen wir tatsächlich komplett einmal rummachen hier. Rummachen mit dem Briefkasten. Ja, ich will auf jeden Fall hier die. Der triggert sich nicht, okay? Alles klar, dann muss ich das halt nochmal machen. Glaube ich. Was dauert wohl irgendwie einen Tag, bis der Brief halt kommt. Und dann sollte der. Hä? Was? Okay, ich dachte, das geht einfach so, aber es geht scheinbar irgendwie nicht. Ja, okay, gut, dann gehen wir doch mal eben hoch, vielleicht. Vielleicht hat sich das jetzt schon getriggert, weiß ich nicht, muss ich gucken. Eigentlich müsste das jetzt eigentlich die Mission mit der Dame, die wir im letzten Part halt getroffen haben, mit der reichen Dame, triggern. Mit Momo heißt er hier. Müsste sich eigentlich triggern. Oder ist er schon da? Nee, es ist schon getriggert, okay. Perfekt, perfekto. Okay. Also wirklich, was sind Sie für ein sturer Mensch? Schweig! Ich sage doch bereits, ich dulde bei mir keine Postboten, los verschwinde. Aber dabei habe ich mich extra zur verwunschenen Passion gewagt, um einen Brief von einem Herrn Momo abzuholen. Du sollst schweigen und jetzt verschwinde. Dann bestätigen Sie mir doch wenigstens und unterschreiben Sie hier. Schweigt, habe ich gesagt, raus aus meinem Haus! Nur eine Unterschrift, dass ich hier war. Schweig endlich, hau ab! Da muss ich mich nicht länger bieten lassen. Sie sind ja wohl wirklich nicht mehr zu retten. Ich muss hier raus, sonst vergesse ich mich noch. Hallo Link. Dieser aufdringliche Passport, also ständig belästigt er mich mit irgendwelchen Briefen von irgendeinem Herrn Momo oder wem auch immer. Aber so weit kommt es noch, dass sich irgendjemand an meine geliebte und einzige Tochter Dolores heranmacht. Naja, wer ist. Kein Boblin, aber gut. Jeder soll seine Liebe haben, wie es halt ist. Ganz egal, von wem ich übergebe hier keinen einzigen Brief. Was wäre. Gibt es überhaupt Manga von Wind Waker? Dann wäre es ziemlich witzig, wenn sie diese Geschichte halt irgendwie aufgreifen würden. So, jetzt müsste der Typ eigentlich beim Postkasten wahrscheinlich sein. Gehe ich von aus. Ist er aber nicht. Ach doch, da ist er. Nein, ist er nicht. Hä? Ist er hin? Oder. Hä? Okay. Vielleicht müssen wir auch mit Dolores sprechen. Das kann auch sein. Gehen wir mal hin. Bin da ein bisschen. Ne, hier ist er nicht. Ja, er ist weg. Okay, gut. Dann reden wir mal mit Dolores. Vielleicht, vielleicht ist es ja relevant. Gut, gehen wir mal hin. Kommen wir mal. Dab, 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 dab. Hallo Dolores. Oh Momo, mein geliebter Momo, Tralli-Tralla. Hoffentlich ist bald Post von dir da. Ich glaube, das wird nicht passieren, meine gute Dame. Naja, gut. Schade. Ich weiß gar nicht, wie man es weiter triggert. Vielleicht muss man jetzt auch zu den Ornis. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wenn ihr einen Tipp habt, sagt es mir gerne. Ja, hier ist es aber nicht sehr erfolgreich gewesen. Also ich finde auch gerade den Kerl nicht. Oder. Ach, Moment, vielleicht ist er in der Bar, vielleicht betrinkt er sich ja. Vielleicht ist er hier so verzweifelt, dass er sich jetzt betrinken muss. Das halte ich nie mal für unwahrscheinlich. Das kann natürlich sein. Ah, da ist er ja. Hallo. Ah, du bist es. Es ist mir ja richtig peinlich, dass ich mich vorhin in Dolores Haus so aufgeregt habe. Die Sache ist nämlich die.
Ich wollte Dolores einen Brief von einem Moblin namens Momo überbringen. Doch ihr sturer Herr Vater wollte das nicht zulassen und ich konnte ihn ihr nicht geben. Dieser sture Alte. Warum sieht er ein Postboten an seiner Türschwelle schon, rastet er völlig aus. Dabei habe ich mich doch extra zur verwünschten Bastion gewagt, um den Brief abzuholen. Ein Postbote, der seine Briefe nicht zustellen kann, der ist doch kein Postbote mehr. Aber naja. Die nächste Zustellung wartet bereits auf mich, wenn ich hier weiter in Trübsal blase, verschwende ich damit nur kostbare Zeit. Übrigens, ein Postboten verscheucht der Alte ja sofort, aber gegen dich scheint er ja nicht zu haben, wa? Ob ich dich wohl darum bitten könnte, Dolores den Brief an meiner Stelle zu übergeben? Das sagst du. Na klar doch. Ist das dein Ernst? Danke. Ja, manchmal muss man nur fragen. Dann tun die Leute die nettesten Dinge für einen. Hier, bitte sehr. Und du hast den Brief von eines Moblins erhalten. Der Brief verströmt eine leichte Parfümnote. Ein Moblin mit Parfüm. Okay, bring ihn zu Dolores. Ich verlasse mich also darauf, dass du ihn Dolores übergibst. Ja, mach ich doch gerne. Habe ich schon ein Foto von dir, mein Freund? Habe ich schon? Weiß ich nicht. Komm, machen wir mal eben. Dip, dip. Ah, das war nicht gut. Das war auch nicht gut. Klappt das überhaupt? Das geht irgendwie nicht. Mann! Meine Fresse. Okay, denn nicht. Aber von dir kann ich ein Foto machen und von dir wahrscheinlich auch noch. Mein alter Herr. Ja. Okay, gut. Weiß ich nicht, warum ich von dir kein Foto machen kann, mein Lieber. Naja, gut. Wir haben ja den wichtigsten Orni haben wir ja sowieso schon. Den man verpassen könnte. Den haben wir ja schon. Okay, gut. Jetzt geht's wieder zu Dolores und dann gucken wir mal, wie wir weitermachen. Ich glaube tatsächlich, dass man jetzt gleich einfach mal schon den ersten wichtigen Dungeon-Item uns holt. Um weiterzukommen in der Hauptstory. Das ist halt ganz wichtig. So, hallo Dolores. Ich hab was für dich. So. Hallo. Hier, bitteschön. Das ist doch nicht etwa ein Brief von Momo. Geträumt habe ich von diesem Augenblick, verzeiht, danach habe ich mich. Lass mich sofort lesen. Ich Momo. Du Dolores. Ich dich gern haben, so gern. Zum Fressen gern. Das ist, glaube ich, ernst gemeint. Hast du das gehört? Hast du? Was glaubst du? Ist das vielleicht ein Heiratsantrag? Naja, ihr seid jetzt schon verbunden, aber nicht lange. Ja, muss so sein. Endlich haben meine Gefühle Momo erreicht. Ich war noch nie so glücklich. Tralli, tralla, heute soll unser Gedenktag sein. Der Gedenktag der Liebe von Dolores und Momo. Aber ach ja, ich muss dir ja unbedingt etwas als Dankeschön geben. Hier, zum Gedenktag unserer Liebe. Ein Herzteil. Ach, ist das cool. Schon wieder eins. Komm ganz gut voran. Hihi, du, ich hoffe, du freust dich auch. Okay. Gut, haben wir diese Zeitquest auch noch gemacht. Ein weiteres Herzteil gehört damit uns. Schön. Ich weiß aber immer noch nicht, ob ich die alle machen möchte. Muss ich gestehen, weil irgendwie zieht sich das denn doch irgendwann. Also wenn ich das irgendwann so ein bisschen was habe, wäre das schon ganz cool. Also wenn ich so ein paar zusammen habe, später für den Endbosskampf, wäre das schon ganz nice, aber den Moment mache ich denn doch nicht. Jetzt muss ich nur gerade überlegen. Also ich will jetzt auf jeden Fall zu einer ganz bestimmten Insel. Terry ist auch schon wieder abgehauen. Alles klar. Na gut, egal. Terry ist mir gerade ziemlich egal. Ich kann euch zeigen, wo ich hin möchte. Wir wollen nämlich genau nach hier unten. Da haben wir die Firninsel. Weil da in der Firninsel gibt es nämlich ein paar Kleinigkeiten, die ich ganz gerne hätte. Und die will ich doch haben, da keinen des Sturms. Und das Ganze sollte ja schnell, sehr schnell gehen. So. So, einmal da. Dieses Feenkoordinal. Und wenn wir dann da sind, können wir einmal nach rechts. Und dann geht's weiter. Dann geht's auf jeden Fall weiter mit dem Spiel. Haben wir hier schon? Sollten wir das schon machen? Ja, ich glaube, das war die Bombenstelle, nicht? Ja.
Da kommen wir mit einer Bombe weiter. So, jetzt muss ich nur überlegen. Ich will in die Richtung. Ja, das sieht gut aus. So, auf geht's. Kann man sich hier eigentlich noch ein paar Kisten krallen? Das hier? Weiß ich gerade nicht. Bin gespannt. Wir probieren es einfach mal. Und schneller, Link. Schneller. Weil wenn ich hier noch ein paar Schatzkisten finden würde, wäre es halt total cool. Die Bomben. Ich muss mal eben gucken, habe ich meinen Greifhaken noch? Ja. Ja, genau deswegen. Das interessiert mich halt doch gerade schon. Schon ein bisschen. Weil ich die Dinge haben will. Und die auch brauche. So. Ist halt die Frage, kann man nicht hier irgendwie. Es gibt glaube ich, die Kisten hier in der Art, dass man da ein bisschen Items bekommt. Meine ich. Was mir ja momentan gar nicht so unwichtig ist, aber. Autsch! Okay, da hinten sind auch nochmal ein paar. Ich kann mir doch überspringen. Sagt ja, der trinkt wahrscheinlich gleich. So schnell, Link! Nehmen wir noch hoch. Du, du, du. Aua. Aua. Warum macht ihr das? Warum machen sie dies? So, weg damit. So. Halt die große Frage, kann ich das auch einfach mit einem gezielten Boomerang machen oder mit einem gezielten Bogenschuss? Aua. Aua. Aua! Hey! Drecksäcke! Der letzte. Oh, der lebt ja noch. Treffe ich den jetzt nicht? Danke. So. Und auch weg. So. Trigger. Nein, er ist immer noch da. Nein! So. Damit. Macht das jetzt irgendwas? Nö. Alles klar. Gut, dann halt nicht. Dann halt nicht. Alles klar. Verstehe ich schon. Doch. Moment. Können wir da. Na, okay. Das ist, glaube ich, ein bisschen. Das ist kluge Dingskirchens. Kluge Kanone. Okay, gut, egal. Weiß nicht, ob das was bringt. Reise fortsetzen. So. So, einmal noch da und dann können wir da hinten in die Insel rein. Ich weiß halt nicht genau, was man da machen muss, um da reinzukommen. Das sehen wir ja gleich. Also es gibt ja zwei Inseln, die wichtig sind. Also einmal die und eine andere. Ah, okay, das ist die Eisinsel. Ich glaube, da können wir was machen. Ja. Okay, wir gehen dran. Moment. Also müssten wir mit einem Feuerfall eigentlich arbeiten können. Erledigt. Okay, wir sind zwar fast wieder tot, aber hey,
Erledigt. So. Jetzt möchte ich meine Feuerpfeile benutzen. Moment. So. Das Gelb ist reich. Moment. Nein! Link! Zu nah ran. Okay. Ah doch, doch, hat geklappt. Okay, man muss einfach nur den Drachen in der Mitte treffen. Okay. Gut. Dann gehen wir da doch mal rein, würde ich sagen. Oh, Zeitlimit. Yes. Okay, 4 Minuten. Ich denke mal, doch, das kriegen wir hin. Was haben wir denn da? Rubine? Rubine oder was haben wir da? Eine Schatzkarte mal wieder. Hey, hatten wir ja gar nicht in diesem Spiel. Und da mal hoch, es gab noch irgendwo. Da. Ich glaube, das ist die Stelle dafür. Ja. Ja, das sieht gut aus. So, dann gehen wir nochmal hoch da. Können wir dann nämlich rüberjumpen. Okay, da muss ich da rüber. Okay, gut. Jetzt ist ein bisschen tricky. Link. Okay, der Soundpfeil ist ein bisschen cool. Finde ich. So. So, jetzt kommen wir wieder zurück. Okay, das war knapp. Das war sehr knapp. So, und dann einmal nach da und... Heppa. So, auf geht's. Da können wir jetzt nämlich ein Item holen. Genau, hier ist nämlich ein Loch drin und da können wir rein und dann haben wir da was. Irgendwo. Mal gucken. Vielleicht krieg ich's ja easy hin. So, wir haben hier nämlich auch nur eine gewisse Zeit. Müssen uns aber hier so durcharbeiten. Wie ihr gerade nämlich gesehen habt, auf der anderen Seite herrscht ein Wind. Oh, Feen. Praktisch. Praktisch. Moment. Zack. Und nochmal eine. Ich meine, wenn wir schon können, nehmen wir auch alle mit. Jetzt alles unsere. Schutzengel rappelt dich wieder auf und das ist voll krass, Mann. Ja, gut. Zack, und wieder so ausgerüstet. So, weiter geht's. Wir müssen da ja auf die andere Seite. Ihr seht die mysteriöse Kiste da. Nachdem wir like Super Mario hier rübergerutscht sind, können wir da nämlich hier was rausholen aus dieser Kiste. Und diese in der Kiste ist. Ich weiß gar nicht, ich glaube, hier gab es die Eisenstiefel. Ich glaube, es waren die Eisenstiefel. Und du hast die Eisenstiefel gekriegt. Jawohl. Schön. Haben wir es erledigt. Wunderbar. Okay, das Spiel will mir gleich schon zeigen, okay, damit kannst du das und das machen. Machen wir doch auch. So, zack. Genau, jetzt können wir halt sowas wie hier diese Winde. Warum ist da ein Loch? Was ist das? Sind da wieder Schatztruhen? Kann ich da wieder alte Rubine rein rausholen? Oh, Boblins. Hallo Boblins. Okay, ich finde ich eigentlich gar nicht. Okay, das wollte ich jetzt nicht. Ich liebe die Animation von diesen Mistviechern. Es wäre voll cool, wenn ihr mir ein bisschen Magie geben würdet. Wäre ich sehr dankbar für. Ah, da ist eine. Das ist eine Nase. Das könnte Magie sein. Nein. Rubine. Mist. Mist, Mist, Mist. Okay. Ja, gut, ich muss halt jetzt gucken. Nein, ich will das blöde Blatt nicht machen. Warte, so. Schon besser. Mit dir und holt.
Okay. Der hatte noch eins. So, weg damit. Drop was Cooles, drop was Cooles, drop was Cooles, drop was... Drop nichts, okay. Okay, ich glaube, das ist ein Stahlfoss. Ja. Dann will ich schon. Ich weiß, dass es zwei gibt, die man ablichten kann. Ich glaube, dich hatten wir nämlich noch nicht. Glaube ich. Dich hatten wir, glaube ich, noch nicht. Glaube ich zumindest. Sicher bin ich mir daran auch nicht, aber es gab ein gutes Foto, also können wir probieren. Oh, ich brauche doch keine Pfeile. Ich kann... Es klappt nicht, weil ich keine Magie mehr habe. Scheiße. Oh, da war noch eine Vase. Oh. Mist, 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 Mist. Ja, ich habe keine... Ich habe keine Magie mehr. Das ist kacke. Der ist ziemlich kacke. Gut, Leute. Das heißt, wir müssen ja... sehen uns hier beim nächsten Part nochmal wieder, denke ich. Weil ich jetzt tatsächlich mir gucken muss, wie ich an Magie reinkomme. Das freut mich doch, Leute. Oh. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Link, 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 link. Ach, danke. Ich glaube nämlich, dass das hier tatsächlich freest. Wenn man zu lange wartet. Da ist ein Leuenkönig-Boot. Ja. Gut, Leute, ich würde sagen, ich mache das, glaube ich, noch ausgehen. Es gibt hier, glaube ich, nur eine Kiste zu verdienen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, Leute, ich würde sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, der Part hat euch soweit gefallen und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Mal wieder von Let's Play Legend of Zelda The Wind Waker HD. Bis dann und bye bye.